Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen in der St. Michaelskirche in Horbach. Ich höre dir nicht zu. Ich schaue dich nicht an. Ich spreche nicht mit dir. Ich lache dich aus. Ich nehme dich nicht ernst. Ich traue dir nichts zu. Ich glaube, das ist es in etwa, was es bedeutet, einen Menschen abzulehnen. Die Angst vor Ablehnung gehört zu den häufigsten Ängsten von Menschen. Kein Wunder, denn Ablehnung lauert überall. Auf dem Schulhof, am Arbeitsplatz, ja sogar in der Freizeit. Bei beinahe jeder Begegnung zwischen Menschen kann sie irgendwo im Verborgenen lauern. Und die Ablehnung hat die Macht, Menschen klein zu machen. Schon die bloße Angst vor Ablehnung macht Menschen schwächer. Man nennt diese Angst auch Menschenfurcht. Dagegen hilft das Zusammensein mit guten Freunden, die Unterstützung der Familie. Auch Jesus ist abgelehnt worden. Davon erzählt der Evangelist Markus. Auch Jesus ist abgelehnt worden, und zwar ausgerechnet von den Menschen, von denen man sich eigentlich Unterstützung und Bestätigung erhofft, von den eigenen Verwandten und Bekannten in seiner Heimatstadt Nazareth. Aber warum erzählt Markus uns das? Vielleicht, weil er uns ermutigen möchte, uns von Ablehnung nicht klein machen zu lassen. Vielleicht, weil er uns davor warnen möchte, andere mit unseren Vorurteilen klein zu machen. Denn wer Menschen klein macht, der macht Gott klein. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, durch die Erniedrigung deines Sohnes hast du die gefallene Menschheit wieder aufgerichtet und aus der Knechtschaft der Sünde befreit. Erfülle uns mit Freude über die Erlösung. Führe uns zur ewigen Seligkeit. Darum bitten wir, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit kam Jesus in seine Heimatstadt. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge. Und die vielen Menschen, die ihm zuhörten, staunten und sagten: Woher hat er das alles?
Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und was sind das für Wunder, die durch ihn geschehen? Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Da sagte Jesus zu ihnen: Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Und er konnte dort kein Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und Jesus zog durch die benachbarten Dörfer und lehrte dort. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Jesus wird abgelehnt, ausgerechnet in seiner Heimatstadt, ausgerechnet bei seiner Verwandtschaft. Die sagen, das ist doch der Zimmermann da. Besser übersetzt müsste es heißen, das ist doch dieser Bauarbeiter. Das ist doch der Bruder von dem und dem. Das ist doch der Sohn von Maria. Und vielleicht klingt da sogar ein wenig Spott mit. So nach dem Motto, seine Mutter kennen wir, ja, aber seinen wirklichen Vater nicht. Die Leute merken gar nicht, dass sie in Wirklichkeit Gott klein machen, wenn sie abschätzig von einem anderen reden. Aber warum erzählt Markus das? Es wird behauptet, dass der Evangelist Markus ein Mitarbeiter von Petrus gewesen ist. Auch wenn es vielleicht nicht so war. Ich stelle mir gerne vor, dass Petrus diese Geschichte erzählt hat, von Jesus, der abgelehnt wird. Ein Fischer vom See, der Petrus, predigt in den großen Städten der damaligen Welt von Gottes Reich, von Gottes neuer Welt. Was will denn der? Der hat doch noch nicht mal studiert, werden manche von seinen Zuhörern gedacht und auch gesagt haben. Die Angst vor Ablehnung, die Menschenfurcht lauerte den Jüngern und Jüngerinnen überall auf. Und ja, wie viel Gutes bleibt noch heute ungetan und ungesagt, weil Menschen sich einfach nicht trauen. Aber Petrus lässt sich nicht klein machen. Er erzählt trotzdem von diesem Bauarbeiter aus Nazareth, der ihn aufgebaut hat. Und im Grunde, er ist noch immer der Fischer Simon vom See. Aber Jesus hat gesagt, du bist Petrus, der Fels, auf den ich baue. Auch Jesus ist abgelehnt worden. Vielleicht ist das dem Petrus durch den Kopf gegangen, als er mit Herzklopfen zum ersten Mal in der großen Stadt Rom gepredigt hat. Und vielleicht hat Markus die Geschichte deshalb aufgeschrieben, um auch uns Mut zu machen. Vielleicht war es auch ganz anders. Eines ist sicher, Jesus weiß, wer er ist, auch wenn er abgelehnt wird. Jesus kennt seinen Vater und er kennt auch dich viel besser als die Leute. Was sie auch über dich sagen, lass dich nicht klein machen. Denk daran, er baut auf dich. ...1994 wurde Nelson Mandela der erste schwarze Präsident von Südafrika. In seiner Antrittsrede sagte er, jeder Mensch ist dazu bestimmt zu leuchten. Und er zitiert aus einem Gedicht von Marianne Williamson, aus dem ich ein Stück vorlesen möchte. Jeder Mensch ist dazu bestimmt zu leuchten. Du bist ein Kind Gottes. Dich klein zu machen, nützt der Welt nicht. Es zeugt nicht von Erleuchtung, dich zurückzunehmen, nur damit andere Menschen um dich herum sich nicht verunsichert fühlen. Wir alle sind aufgefordert, wie die Kinder zu strahlen. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, die in uns liegt, in die Welt zu bringen. Sie ist nicht in einigen von uns, sie ist in jedem.
Und indem wir unser eigenes Licht scheinen lassen, geben wir anderen Menschen unbewusst die Erlaubnis, das Gleiche zu tun. Wenn wir von unserer Angst befreit sind, befreien wir auch andere davon. Beten wir für alle, die eingeschüchtert und klein gemacht werden. Für alle, die andere mit der frohen Botschaft aufbauen. Für alle, die ihre Menschenfurcht überwinden, um die Welt ein wenig besser zu machen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne dich und alle, die zu dir gehören, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gelobt sei Jesus Christus.